So, denn ein bisschen Seitenverhältnis gepuckelt gemacht mit DG Voodoo und alles diese alten Spiele, die halt in 4:3 eigentlich immer waren und eigentlich nur Stretch It halt Widescreen machen, jetzt umgestellt. Dann hat man natürlich ein bisschen Balken an der Seite, aber das ist mir lieber. Ja. So, dann wollen wir mal das Turnier rocken hier, wa? Industrielle Zone. Jo. Dann ab geht die Luzi. Das kostet wieder Geld wegen den Gebühren. Das auch noch. Aber naja, gut. Aber sieht das doch viel besser aus. 3, 2, 1, los! Mit dem richtigen Seitenverhältnis hier. Der letzte Henker. Komm schon, mach Platz. Den so aufgemotzt hab hier, ja. Naja. Mal schauen, ob wir den noch kriegen. Eigentlich aber schon. Bei diesem RS-27er. Ist natürlich stärker motorisiert wie ich. Ist klar, dass ich mit dem kein leichtes Spiel habe. Ah, Scheiße. Ah. Hier ist, glaube ich, die Ziellinie, ne? Ah, shit, verkackt. War wohl ein Fehler, den zu kaufen hier und so. Du bist auf dem zweiten Platz. Ja. Nehme ich das mal so hin. Ist das halt so. Kann ich während des Turniers den Wagen wechseln? Könnte ich ja den jetzt theoretisch fahren, ne?
eine leichte Domstrebe drin. Mhm. Geht da nicht nur was? Ja, in der Tat. Super leichte Schwungscheibe auf jeden Fall, ne? Getriebe und Domstrebe. Soweit ich das sehe. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den nicht killen hier. Mhm. Wie geht denn das? Finde ich jetzt aber unfair. Ja, muss ich mir wohl Slicks holen. Für den hier. Hilft ja alles nix. Verstehe ich jetzt aber nicht. Jetzt auf zurückgehen. Klasse 3 oder Klasse 2? Sollte eigentlich gehen. Merkwürdig, aber nur gut. Ich krieg euch auch so. Die Slicks habe ich drauf, ne? Jo. Das war ein bisschen komisch. Vielleicht auch ein Bug. Keine Ahnung. Zwei, eins, los! Absägen können auf dem Monte Carlo Cross, aber ich denke mal ja. Ich hätte die anders nehmen müssen, die Kurve. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Das ist deine letzte Runde.
abgesägt, würde ich mal sagen, wa? Wo ist mein Lenkrad? Was soll das? Nö, ne? Das ist ja ätzend. Ganz merkwürdige Geschichte. Mal gucken, ob wir das lösen konnten. So, okay. So, also nochmal. Und hoffen, dass es jetzt nicht muckelt. Drei, zwei, eins, los! Also nochmal von vorne. Das ist deine erste Runde. Erster Platz. Das ist die letzte Runde. Das hätten wir. Du bist auf dem ersten Platz. Yeah. Du führst die Turniertabelle an. Du hast den Rundenrekord und so weiter und so fort. So, jetzt kommt diese Pyrenee-Strecke da. Hätte ich gerne wieder normale Reise. Ziehen wir die auch noch eiskalt durch hier.
3, 2, 1, los! All die Klassiker im richtigen Seitenverhältnis. Das ist doch was. Man ist ja immer gewillt, nochmal was zu verbessern. Gerockt. Du hast das Rennen gewonnen. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Fahren wir den VWRS, VWR4. Achso, ne, das waren nur die Rundenrekorde, ne? Da habe ich auf die verkehrte Liste geguckt, aber gut. So, 9-11 ohne Turbo, aha. Oh, schadenfrei durchgefahren. Und dann gibt's den hier. Na ja. Gut, machen wir hier erstmal Schluss. Bis denn dann.